In diesem Video zeige ich dir einmal, wie du Silikonfugen reinigen kannst bzw. Schimmel von Silikonfugen entfernen kannst. Ich habe jetzt eine Silikonfuge in der Dusche, die hat schon etwas Schimmel angesetzt. Leider ist die Silikonfuge aber auch etwas schlecht gemacht worden damals, das heißt, sie ist nicht ganz glatt, dadurch gestaltet sich das Ganze hier etwas schwieriger. Aber dieser Trick funktioniert besonders an glatten Silikonfugen wirklich wunderbar, daher solltest du das Ganze bei dir auf jeden Fall einmal ausprobieren. Alles, was du dafür brauchst, ist Backpulver. Dieses nehmen wir jetzt einmal und schütten es in eine kleine Schale. Und dann brauchen wir noch einen kleinen Schuss Essig. Ich habe jetzt hier ganz normalen Weinbrandessig. Und diesen kippen wir dann ebenfalls noch mit in die Schale. Da solltest du gucken, dass du nur ein bisschen nimmst. Wir wollen aus dem Backpulver-Essig-Gemisch jetzt so eine kleine Paste herstellen. Das heißt, erstmal ein bisschen Essig reinkippen. Und dann nimmst du zum Beispiel eine alte Zahnbürste. Damit geht das eigentlich ziemlich gut. Rührst das Ganze einmal miteinander durch. Und wenn das Ganze am Ende eben so pastenmäßig aussieht, wie du es jetzt hier siehst, dann ist unser Gemisch auch schon fertig und wir können unsere Silikonfugen damit reinigen. Dafür nimmst du jetzt einfach die Zahnbürste und gehst mit dieser Mischung die Silikonfugen entlang und schrubbst das Ganze so einmal durch. Denn so bekommst du tatsächlich auch den schwarzen Schimmel ab. An etwas dickeren Stellen, wie jetzt an der kleinen Ecke hier unten, musst du das Ganze dann etwas öfter machen, damit es gut funktioniert. Aber am Ende solltest du die Silikonfugen dadurch dann auch schimmelfrei bekommen. Das Ganze funktioniert übrigens auch ziemlich gut mit Fugen. Da kannst du das Ganze dann auch mit reinigen. Danach das Ganze dann noch einmal abspülen und dann siehst du jetzt hier schon, es hat schon eine deutlich sichtbare Verbesserung gegeben. Natürlich, dadurch, dass meine Silikonfuge hier wie gesagt etwas krisselig ist, hat sich auch in die Ecken was eingeschlichen. Das kriegt man jetzt schlecht damit raus, aber probier das Ganze auf jeden Fall bei dir einmal aus. Bei glatten Silikonfugen habe ich sehr gute Ergebnisse damit erzielen können. Wenn dir das Video geholfen hat, dann würde ich mich jetzt über einen Daumen nach oben noch sehr freuen. Schreib mir auch gerne in die Kommentare, wie es bei dir funktioniert hat und vergiss auch nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.